Schon mal einen Friesennerz aus Austernmuscheln getragen oder ein Kleid aus weißer Schokolade? Ob als Designer oder Industriezulieferer auf der Hannover Messe zeigen die Niederlande, Partnerland in diesem Jahr, ihre Kreativität in allen Bereichen. Zum Beispiel das Elektronenmikroskop für den Tisch, einfach zu bedienen und schnell aufzubauen. Der Verbund Brainport Industries vereint 90 Technologieunternehmen, die auch mit deutschen Partnern kooperieren. Ich glaube, die Holländer sind eher etwas, nicht so formell strikt, etwas kreativer. Aber ja, in Deutschland ist auch Qualität und Gründlichkeit und ich glaube, die zwei zusammen sind eine sehr gute Kombination. Holland ist zweitwichtigster Handelspartner für Deutschland. Dass das Land der Tulpen auch Hightech kann, zeigen 270 Aussteller auf der Hannover Messe unter dem Motto Global Challenges Smart Solutions. Ich denke, dass viele Entwicklungen, Neuentwicklungen von Holland kommen von Mittel- und Kleinbetrieben. Und da ist nicht einfach so logisch, direkt die Grenzen zu überqueren. Das heißt, die großen Firmen, die wissen, wie sie den Weg finden sollen. Aber für die Kleinunternehmungen ist das nicht ganz so einfach. Das heißt, dass verschiedene Unternehmungen, so wie Holland Hightech als eine Organisation, sind behilflich für die Kleinunternehmungen, den Weg zu finden nach Bayern oder nach Baden-Württemberg oder nach Nordrhein-Westfalen. Das sind unsere direkten Nachbarn. Inventivität, so nennen die Niederländer Innovationskraft, kreatives Denken und Pragmatismus. Das zeigt sich auch in ihrer Technologie. Und davon könnten die deutschen Unternehmen sicherlich noch ein wenig mehr lernen.